Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro Exodus. Ich war jetzt hier im Pausenbildschirm und ja, da hat man dieses gefährliche Geräusch nicht gehört von diesen Flattermännern, aber solange man hier steht, hört man immer diese Flattermänner. Und wir schlafen erstmal mit dem guten Artyom bis zum Tag, denn am Tag ist es mir irgendwie lieber, wie nachts hier rumzulaufen, weil ich habe das Gefühl, dass die Gegner auch sehen, wenn ich die Taschenlampe anhabe und das ist echt uncool. So, wir folgen mal der Blutspur. Also ich wollte hier auf jeden Fall schlafen mit der Blutspur hier am Boden. Auf jeden Fall. So, wir haben uns aufgerüstet. Der hat diesmal nichts für uns. Wir gehen mal raus. Wir wollen immer noch dahin. Nee, hä? Wo wollen wir hin? Fast. Wir wollen da lang wieder vorbeigehen. Smart. Oh. Oh, was ist hier los? Hä? Wieso liegt denn ihr hier jetzt alle auf einmal? Hä, ist das, weil ich die freigelassen habe? Ich glaube, die waren ja vorher nicht. Da haben wir so ein Nest von so einem Bösen. Oh Gott. Oh nein, da vorne sind die anderen. Okay. Nicht ich, nicht ich. Nein, Gargoyle, nein. Aus. Ärgert die anderen, genau. Es ist früh morgens. Ich hoffe, ihr habt heute ausreichend geschlafen. Es ist zwar abends, aber ihr hattet wahrscheinlich Zeit zum Schlafen in diesem Zeitraum von der letzten Folge an. Bei mir ist im Moment ein bisschen mit dem Schlaf komisch. Komm ich überhaupt so dahin, wo ich hin will? Geh weg, ich höre dich doch noch. Ich wusste doch, dass ich höre. Oh oh. Sind wir eigentlich bald mal da? Ja, endlich. Bitte weggehen. So, Gras. Es ist hier. Alle Mann zuhören. Ja, ja, verpiss dich endlich. Ihr Schweinehunde vom Zug. Seid ihr nicht zu übermütig? Hat eure Mama euch nicht beigebracht, dass man anderen nichts wegnimmt? Die Primitiven auf dem Schiff gehörten uns! Sie waren unser Eigentum! Dieses Mal seid ihr zu weit gegangen, ihr miesen Wichser! Ihr übertreibt es und wir werden euch in eure Grenzen verweisen! Stepper, Nase, kommt her! Wir müssen einen Einsatz besprechen. Diese Scheiße gerät außer Kontrolle! Ich wollte eigentlich warten, bis die übrigen Jungs vom Raubzug zurückkehren, aber wir haben keine Wahl mehr. Die neue Bande ist durchgeknallt und muss erledigt werden. Bitte was? Wir wollen einfach nur leben. Okay, hier wurden scheinbar Leute exekutiert, aber die haben nichts dabei. Wir kommen in dieses Fahrzeug nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben, obwohl ich reingucken kann. Ich kann da reingucken. Wir sollen hier hinten hingehen. Hoffentlich ist das eine gute Idee. Hat auf jeden Fall gespeichert. Hä? Wo denn? Was soll ich bloß hier? Würden die Primitiven ihren eigenen Leuten helfen? Hör mal, warum legen wir den Mistkerl nicht einfach um? Wieso sich für ein Stück Scheiße so viel Mühe geben? Du begreifst es nicht. Du musst überlegen, was du tust. Darin ist der Baron allen anderen 10 Schritte voraus. Und welchen kommt der jetzt wieder hier vor? Macht der Selbstgespräch oder ist er noch einer? Da sind Löcher im Dings. Habt ihr da reingebaut? Oh, keine Höhlen, ey. Lassen wir ihn aber nach unserer Pfeife tanzen, ist das schon was anderes. Und seinen Leuten wird ein schönes Exempel statuiert. Klaro? Also gut, jetzt verstehe ich das auch. Der Baron ist echt gerüstet. Ich sehe mal nach, was da los ist. Besser ist das. Oh oh. Ich sehe ihn! Da! Hä? Wo ist er? Wir haben einen Toten! Ja, gleich zwei.
Oh, nicht Hunde. Oh nein. Nicht Hunde. Der hat doch... Gummihunde scheinbar. Oh, was ist denn mit denen los? Resident Evil oder was? Der hat sich gekrümmt. So, haben wir hier irgendwas? Nee, aber das ist jetzt unsere Heimat hier. So, hier mein Amazon-Paket, das wurde nicht abgeholt. So, wieso kann ich den jetzt nicht ausräubern? Was soll das? Okay, nee, will ich auch gar nicht. Natürlich siehst du ihn. Ich bin ja auch auf dein. Ich glaube dir auch entgegen. Wo ist er? Und die? Ah, ich brenne. Versucht die mal von unten anzuschießen. So. Deine Keule dabei gehabt. So, was haben wir hier noch? Das ist, das Feuer sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Oh. Okay. Haben die hier ihre Sklaven umgebracht? Was bringt denn das dann? Mal hier. Hä, hier sind überall Tote. Oh. Kommt der her? Hä? Ach so, wir müssen da hoch. Kommen wir denn da hoch? Einfach so beim Vorbeigehen weggeschrotet. Kommen wir denn da hoch? Ach, da! Hey, da kommt man doch auch irgendwie hoch. So, direkt auf dem Weg hier. Nee, warte mal. Ich sehe den Feind. Ich ergebe mich. Wunderbar. Wer von euch hat jetzt den Schlüssel? Ach, der Letzte hat doch bestimmt den Schlüssel. Kommt man da drüben hoch? Nee. Eieiei. Ich will da hoch. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Wo ist denn der mit ich ergebe mich? Weil der hat garantiert den Schlüssel. Oh, der hat die Leiter runtergelassen. Was war das? Hat mich jetzt jemand angeschossen? Hä? Da unten lag auch was zum Lesen. Bei der... Abschiedsbrief. Du hast mich gerettet und ich danke dir dafür, aber ich bin schon so gut wie tot. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt, denn ich habe mein Volk in den Tod geführt. Sie glaubten alle, dass wir gewinnen könnten. Ich beschloss, die Schlacht zu beginnen, nicht mehr abzuwarten. Habe ich nicht recht? Aber jetzt sind alle tot. Damit habe ich verloren, nicht sie. Und es waren sie, die starben, nicht ich. Das ist meine Schuld, meine Schande. Und mit dieser Schande kann ich nicht mehr leben. Ich muss meinem Volk jetzt folgen. Arsen.
will meine Waffe wieder haben. Was haben wir hier? Hui. Hier hat sich aber jemand schön gemacht. Also wirklich. Hier hat sich jemand verdammt schön gemacht. Wo lag denn da unten der Brief? Oh, hoffentlich finde ich den noch. Wir machen erstmal das hier. Wir müssen das jetzt alles ausnutzen. So, okay. Reinigen. Nicht benutzt. Hier. Das Design der Sichtgläser sorgt für mehr Widerstandskraft. Sie sind weniger zerbrechlich. Panzerglas. Hä, aber es hat keinen Körperschutz? Nee, das ist doch komisch. Hä? Warum? So, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir hier drauf. Warte mal. Okay, gut, wir gehen erstmal da oben in die Dings rein. Hier haben wir den Hammer ausgeräubert. Da ist das Loch. Oh! Hä? Warum bin ich jetzt hier drin? Also. Ich habe diese Schlange getötet. Ich weiß nicht, ob das so nett war. So. War das jetzt das einzige Loch hier in der Wand? Gibt es hier noch mehr Löcher? Och, hier hätte man auch hochgehen können. Ah, da ist wieder ein Auto. Warte mal. Hier lag irgendwo was rum. Ich muss hier aufpassen. Hier. Hier, das liegt hier rum. Brief des Barons. Bitte sag mir, Ivan. Wer ist dieser neue Präsident der Schlucht? Wie kommt er auf die Idee, mir beleidigende Briefe zu schicken? Bilde ich mir das nur ein oder rebelliert er gegen unsere Vormachtstellung? Wo kommt er her und warum höre ich es jetzt von ihm, wenn die Lage schon dermaßen aus dem Ruder läuft? Ich habe den Eindruck, dass ihr da ziemlich nachlässig wart. Eine Lage, die außer Kontrolle geriet, führt zu verdorbenen Waren, was Verluste bedeutet. Meine Verluste. Ich möchte, dass du der Sache jetzt auf den Grund gehst und alles wieder bereinigst. Sollte das nicht klappen, trägst du die Verantwortung dafür und gleichst all meine Verluste aus eigener Tasche aus. Das hast du verbockt. Daher ist es nur fair. Und ja, je nachdem, wie alles ausgeht, kannst du deine Schuld begleichen, indem du mir diesen Anführer lebendig vorführst. Ich möchte ihn mir mal ansehen. Okay. Hier haben wir recht viel gefunden und am Anfang so gar nichts. Ey. Können wir jetzt dieses Auto benutzen? Können wir vielleicht von hinten in das Auto rein? Wozu? Warum kann ich nicht diese sämtlichen Autos nehmen? Ich habe sie doch alle ausgeräubert. Was soll ich denn hier noch machen? Hier gibt es nichts mehr anderes. Irgendeiner hat doch gesagt, ich ergebe mich. Den muss ich umbringen. Wo ist der? Wir müssen da nochmal hoch. Irgendeiner gibt sich hier heimlich. Wie kommen wir auf den Kahn? Nee, warte, jetzt geht's wieder.
Ha. So, wer ergibt sich jetzt hier? Hör mal auf, dich zu bewegen. Hier hat sich irgendjemand ergeben. Aber wer? Oh oh. Oh oh. Okay. Gut, alles klar. Aber hier redet auch keiner mehr davon, dass es sich ergibt. Normalerweise reden die doch übelst lange. Ich ergebe mich. Wo ist der, der sich ergeben hat? Oh. Ja, Tjom, ich weiß, du bist außer Puste. Wo ist der Typ? Oh Mann, ey, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, weil wir kein Auto mitnehmen können. Weiß nicht, warum nicht. Oh. Ah, Hundi. Ah, okay. Ja, gut, aber wir müssen halt trotzdem zurück. Kommen wir jetzt hier wieder raus oder müssen wir den Außenweg nehmen? Ach ja, es geht. So, hier ist niemand, der sich hier irgendwie... Echt blöd. Echt blöde. Hier ist niemand. Gut, wir müssen laufen. Wunderbar, oder? Oh nein. Jetzt hat mich auch noch eine Schlange gebissen. Oh, jetzt ist wieder gut. Das fehlt ja gerade noch. Oh. Ja, wir müssen jetzt nicht durch diese Prärie laufen. Weil ich kein Auto mitnehmen konnte. Ich hatte ja einen Schlüssel. Oh nee, habe ich den Schlüssel etwa beim Damir abgegeben? Oder kann man immer nur ein Auto im Besitz haben? Wäre ja auch kacke. Also wir haben das jetzt alles abgearbeitet, ja? Gehe ich jetzt davon richtig von der Annahme aus? Ja, Tatsache. Gut, wir müssen da lang. Oh. Dann laufen wir mal zurück. Vielleicht findet man noch irgendwas unterwegs, irgendwas Cooles. Aber hier wäre ein Auto schon sehr, sehr geil. Wäre sehr nice, ein Auto. Zumal der Atjom ja auch kein Superheld ist. Aber ich glaube, das wird schon. Da ist ein Vieh. Was in der Luft rumspringt, gerade, glaube ich. Ach nee. Das hat nur so geblendet. Oh. Nein, du beißt mich jetzt nicht. Oh. Okay, hier müssen wir aufpassen. Hä? Er wirft mit Steinen. Okay. Gut. Oh, ernsthaft. Das war ja nun wirklich dich hoch. Also ich gehe mal davon aus, dass die demnächst die Aurora überfallen werden, oder?
doch ein Laptop hier. Haben wir jetzt hier schon alles mitgenommen, was es so gibt? Ich glaube, wir waren bereits in jedem Kahn drin. Oh. Ist ja mal ungeil. Die liegen einfach im Sand, ey. Oh, das ist schrecklich. Oh. Hey, ist einfach wieder weggerannt. Das hatten wir doch hier auch schon alles mit gedingst. Gucken mal hier oben, wo wir überhaupt hin müssen. Oh ja, wir sind fast da. Wir müssen darüber. Da an dieser Enge vorbei. Oh. Hier war, glaube ich, unser erstes kleines Banditencamp, was wir überfallen haben. Nein, nicht beißen, bitte. Spinnchen. Nee, Schlangchen. Schlängchen. Waren wir hier schon? Doch kein Banditencamp. Okay. Dann laufen wir halt auf dem Dach rum. So. Das kommt mir doch schon sehr bekannt vor hier. Ja, da vorne ist irgendwo die Aurora. Hier sind Bötchen. Natürlich kleine Gargoyles. Ja, hier in diesen Ruinen waren wir auch schon. Ich erinnere mich daran. Ach, guck an, Heimat. Wieso ist der Koffer nicht auf? Ich habe den doch schon aufgemacht. Ach nee, den habe ich gar nicht aufgemacht. Seit wann brennt's hier? Ich habe den aber nicht angebrannt. Hey, sind die jetzt hier vorgekommen? Wollen uns die Banditen echt angreifen? Da ist unsere Aurora. Nee, hier ist noch nichts. Haben wir hier drin? Ja, den haben wir schon ausgeräubert. Den auch, der ist umgefallen. Ha. Oh, was war das? Den haben wir, glaube ich, auch schon. Ja. Gut, also wenn die jetzt wollen, dass ich hier mit einem Auto zurückkomme, das ist natürlich jetzt... Habe ich nicht. Ich besitze kein Auto. Mein Auto steht hier. Ach, und scheinbar geht es bald einen Sandsturm. So, hier steht die gute Aurora. Ich würde mal sagen, bevor wir die Aurora wirklich betreten und der Sandsturm beginnt, beenden wir hier mal diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen zurück in der Aurora. Tschüss.